All die großen Spieler waren da. Und ich hatte so einen Autogrammblock mit und habe ein Foto gemacht. Ich dachte, jetzt wird gefeiert mit 10 oder 20.000 Leuten. Es waren 40 Leute da. Nein. Erwischt. Nein, das war nicht gut. Am Morgen hält der Ball von Lewandowski. Wir haben über Elfmeter gesprochen und Nein. ich habe sie erzählt, was mein Plan war. Mhm. Und genau das gleiche hat passiert. Wenn ich jung war, dann war meine Lieblingsfarbe rot. Nicht blau? Nein. Hm. Aber jetzt ist blau-weiß, ja. Natürlich. Seine Oma ist 102 Jahre alt und er hat am selben Tag wie sie Geburtstag. Seine Frau ist ehemalige Handballspielerin und sein Name heißt eigentlich übersetzt der Geheimnisvolle. Wie geheimnisvoll Rune Jahrstein wirklich ist, das will ich heute herausfinden. Und ihr kommt mit. Hallo. Hallo Rune, ich grüße dich. Grüß dich. Ausgeschlafen? Ausgeschlafen. Wir haben herrliches Wetter. Ich muss dich enttäuschen, der Hyundai Kona ist leider kein Cabrio, aber es macht trotzdem ziemlich viel Spaß, mit dem zu fahren. Super, freue mich. Und du darfst fahren. Sollen wir los? Super, ja. Top. Rune, manche nennen dich Rune und manche nennen dich Rune. Was ist richtig? Rune. Rune? Rune. Dann hab ich gesehen, dass ist der vollkommene Name Rune, warte, Almening, ist das richtig? Almening? Ja, nicht schlecht. Almening? Almening, ja. Jahrstein. Jahrstein. Ist Almening dann sozusagen dein zweiter Vorname oder ein zweiter Nachname? Zweiter Nachname. Das ist mein Vaters Nachname. Aha. Und Jahrstein ist meine Mutter. Okay, und ich habe gelesen, du legst auch eigentlich schon ziemlich viel Wert darauf, dass man den vollkommenen Namen ausspricht, ne? Also der auch dein Vater, den Namen deines Vaters mit einbringt, ne? Ja, eigentlich ja. Aber in Deutschland glaube ich, das ist nur Jahrstein eigentlich. Aber normalerweise möchte ich beide nutzen. Dein Name heißt übrigens, das habe ich nämlich ergoogelt, Rune heißt übersetzt die Namensbedeutung der Geheimnisvolle. Ist da was dran? Oh. Nee, hat vielleicht ein bisschen, ne? Wie könnte man das erklären? Nee, weiß nicht. Also geheimnisvoll. Nee, ich bin nicht so geheimnisvoll eigentlich. Also ist nichts dran, ja? Nee. Deine Frau kommt ja auch aus Norwegen, ne? Und ich habe gelesen, sie ist ehemalige Handballerin. Ja. Ist ja eigentlich super, ne? Sie kann werfen und du kannst fangen. Ja, aber auch in vor einem Jahr, in dieser Corona-Zeit, haben wir ein bisschen so zu Hause trainiert mit Ball und so. Ja, sie kann gut werfen. Ich habe gelesen, ihr seid schon richtig lange zusammen, noch gar nicht so lange verheiratet, aber schon Ewigkeiten zusammen. Ja. Was würdest du sagen, was ist das Erfolgsrezept an so einer guten Beziehung? Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, wir sprechen viel, wir genießen unser Leben zusammen mit unseren Kindern. Und wir streiten nie. Nie? Nee, eigentlich nicht. Oh, das ist ein sehr gutes Erfolgsrezept, glaube ich. Wir fühlen uns sehr wohl zusammen, ja. Wenn man so ein bisschen auf deinem Instagram-Kanal guckt, dann postest du gar nicht so viel. Aber wenn du was postest, einmal im Jahr, dann ist das ganz sicherlich der Geburtstag deiner Oma. Denn ihr habt ja am selben Tag auch Geburtstag und sie ist schon 102 Jahre alt. Das ist Wahnsinn. Was hast du für ein Verhältnis zu deiner Oma? Telefoniert ihr jeden Tag oder wie sieht das aus? Nicht jeden Tag, aber wir telefonieren viel. Und heute macht sie seine zweite Impfung wegen Corona. Sehr gut. Sie schreibt oft eine E-Mail, zu meiner Tochter auch. Nein! Ich finde es super. Mein einziger Wunsch ist, dass sie meinen Sohn treffen kann. Ja, das wäre super im Sommer. Ja. Ja, hoffe, dass wir das schaffen. Fußball, deine Leidenschaft also. Und du bist natürlich allen voran großer Fan von Hertha BSC, aber auch von Man U. Stimmt das? Ja, ich war früher ein großer Manchester United-Fan und nach Sir Alex Fergusons dann habe ich nicht so viel zugeguckt und so, aber jetzt mit norwegischen Trainer natürlich, dann ich bin Manchester United-Fan. Und du hast mal ein Probetraining da gemacht? Ja, ich war dreimal da. Dreimal sogar? Dreimal, ja. Wie lief das da so ab? Die haben dann
eingeladen zu Probetraining und ich war ja dreimal da. Und das war klar, für mich als großer Manchester United-Fan, das war ein großes Erlebnis, muss ich sagen. Dass alle die großen Spieler waren da und ich hatte einen Autogrammblock mit und habe ein Foto gemacht. Von wem hast du ein Autogramm alles bekommen? Ja, ich glaube von allen, weil die waren da, alle. So, und habe ich noch in Norwegen diese Autogrammblock, also mit Ferguson, Roy Keane, ja, Beckham. Ja, es war super, war cool. Du warst dreimal da und es hat dann doch nicht geklappt. Woran ist es gescheitert? Ja, es war zu früh für mich und Meinung war, es war ein besseres Torwarttraining in Norwegen als in Manchester United damals. Wow, okay. Und und meine Entscheidung, ich finde es war okay. Ich habe dreimal da gut trainiert und viel erlebt, aber ich war froh, dass ich in Norwegen geblieben bin. Du bist 2018 auch Fußballer des Jahres in Norwegen geworden. War das dann so ein Kindheitstraum, der da sich erfüllt hat? Nee, eigentlich nicht. Aber das ist eine. Ich war sehr stolz, weil das ist ein großer Preis zu kriegen. Und ja, klar, das ist was Besonderes, weil es so viel gute Fußballer in Norwegen gibt. Und das war ein stolzer Augenblick für mich. Was war die geilste Zeit, wenn du mal ein bisschen zurückblickst? Was würdest du sagen? Profidebüt oder norwegischer Meister? Na, also mein Profidebüt habe ich, also erinnere ich nicht viel. Meister zu werden war geil, war richtig cool, klar. Ich dachte, jetzt wird gefeiert mit 10 oder 20.000 Leuten. Es waren 40 Leute da. Nein. Und es war nicht so besonders für Trondheim, diese Stadt. Aber es war ein geiles Erlebnis, klar. So. Ich würde sagen, wir nutzen das gute Wetter und vielleicht hast du Lust auf eine Partie Wikingerschach. Das wäre super. Ich freue mich. Dann machen wir das. Wikingerschach, hast du es schon mal gespielt? Habe ich. Hast du? Wie schätzt du dein Skill-Level ein? 1 bis 10, 3. 3? 1 bis 10, 3? Ja. Das glaube ich dir nicht. Nein. Du kannst bestimmt sehr gut werfen. Okay, 7. Siehst du? Okay, let's go. Ja. Viel Erfolg. Du auch. Danke. Dankeschön. Da ist zu wenig Power drin. Ach Gott, ist das schlecht. Ach. Das gibt's doch nicht. So, ich glaube, ich war einfach in meiner Bewegungsfreiheit so ein bisschen eingeschränkt mit der Jacke. Ich glaube, jetzt ist es so leichter. So genau, so, jetzt bin ich so ein bisschen lockerer, weißt du? Lockerer, ja. Oh Gott. Oh! Gut gemacht, ja. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ich bin sehr beeindruckt. Oh, der Druck ist da jetzt. Jetzt fliegen die Dinger nur. Ah. Nein, das war nicht gut. Letzte. Wahnsinn. Ja. Nein. Ja, da ist er. Oh nein. Nein. Hab ich ein Glück. Enges Spiel heute. Enges Spiel heute, ja. Oh! Ja! Nein! Oi, oi, oi. So, und jetzt muss ich den treffen. Okay. Und den müssen wir so treffen. Pass auf. Ja, ich würde aufpassen. Seid ihr bereit? Oi, das ist doch. Applaus. Das war Weltklasse. Das war schon gut, oder? Glückwunsch.
Dankeschön. Du hast dich aber auch sehr gut geschlagen. Nicht gut genug. Da hast du recht. Als kleinen Trostpreis darfst du jetzt noch unser Freundebuch ausfüllen. Okay. Das wird am Ende verlost an irgendeinen Fan, der sich dafür bewirbt. Da haben die anderen Jungs auch schon reingeschrieben. Mhm. Vielleicht gibt dir das ja ein bisschen bessere Laune noch. Ja? Ja. Trotzdem, danke, es hat Spaß gemacht. Danke auch. Ich heiße, das kann ich. Das ist nicht schwer. Hier bin ich zu Hause. Wo ich mich gut fühle. Also, zu Hause ist da, wo dein Herz ist, oder? Ja, Norwegen, oder meinst du? Ja. Na, Norwegen. Klar. So erreichst du mich. Einfach anrufen. Wir hätten dir heute eigentlich auch die Haare schneiden können, ne? Ja. Wer ja, hätte ich gemacht? Ich hatte ja gesagt. Weil jetzt ist wirklich. Jetzt wird es kritisch, ne? Es sieht nicht gut aus. Sie machen jetzt bald wieder auf. Ich habe gestern einen Termin gebucht, also am 11. März. Das ist noch. Das ist noch ein bisschen hin. Drei Wochen, oder? Fast. Ja. Bis dahin gibt es dann einen Zopf, ne? Vielleicht dann bin ich zufrieden. So, ich lasse meine Haare wachsen. Am liebsten mag ich. Am liebsten mag ich. Ja, ich mag eigentlich am liebsten mit meiner Familie zu sein. Ne? Das mag ich gar nichts. Stau mag ich. Das hasse ich wirklich. Ja, in Berlin kann man das auch durchaus nachvollziehen. Ja. Ja, Stau. Bist du dann auch so einer, der so hupt und so? Also ich glaube früher nicht, aber jetzt bin ich bin schon 7 Jahre her. Ja. Jetzt bin ich so Deutsche, wie ein deutscher Mann in Trafik. Ein bisschen. Sehr gut. Das kann ich besser. Das kann ich gut. Ich kann gut Lachs. Also essen zu Hause. Lachs essen? Das kannst du essen gut? Kann ich, aber machen meine ich. Ah, Lachs? Ja, ja, Lachs, ich sag mal, eine gute Lachs essen. Lachs mit mit was machst mit du denn? Gemüse, dann? Mit verschiedenen Sachen. Den machst du dann, nicht deine Frau? Nee, sie auch manchmal, ja. Aber ich kann das auch gut gemacht. Geheimtipp? Zitrone? Nein, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Wie machst du den? Einfach in Pfanne. Aber mit Liebe, dann ist es gut. Ja? Liebe? Ja. Liebe ist das Rezept, okay. Das wünsche ich mir. Hier kannst du etwas malen oder aufschreiben. Ich wünsche mir einfach 3 Punkte. Das ist jetzt, wir brauchen 3 Punkte. Das ist mein größter Wunsch. Ja. Bis jetzt hatte ich ziemlich viel Spaß. Ich hoffe, du hast gleich auch viel Spaß beim Training. Das Wetter ist herrlich. Super. Und ich freue mich darauf, dich fliegen zu sehen. Danke. Viel Spaß. Dankeschön. Kaputt? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, danke schön. du kennst mich gut. Für die Heimfahrt, oder? Ja, danke. Wollen wir los? Ja, danke schön. Danke auch. Wie wichtig ist als Torhüter mentale Stärke? Das ist klar, das ist sehr wichtig. Du kannst sehr fit sein, aber wenn du nicht gut im Kopf bist, nicht so mental stark oder dieses Selbstvertrauen hast, dann ist es schwer auf dem Platz zu stehen. So, ich denke, das bedeutet 70-80%. Mentale Stärke? Ja, oder so Selbstvertrauen, mentale Stärke, dass diese
sagt man, zusammenfassen. Also das gehört dazu. Das ist sehr wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in so einer Elfmetersituation der Druck halt enorm ist, den Torhüter, weil all eyes on you. Ich meine, du hast ja vor ein paar Wochen erst den zweiten Elfmeter von Robert Lewandowski halten können. Erstmal Gratulation noch dazu. Was ging dir vor dem Elfmeter von ihm durch den Kopf? Was ein bisschen lustig war, der Abend vor dem Spiel bin ich mit meiner ältesten Tochter spazieren gegangen. Und sie haben mich gefragt, morgen hält der Ball von Lewandowski. Wir haben über Elfmeter gesprochen und ich habe sie erzählt, was mein Plan war. Mhm. Und genau das Gleiche hat passiert. So, das war die erste, meine Tochter gesagt hat, wenn ich nach Hause komme, nach Spiel. Ah, Papa, genau das hat passiert, was wir gesagt haben. So, das war sehr lustig. So, nee, aber klar, ich habe alles zu gewinnen bei einem Elfmeter. Man weiß, Lewandowski ist vielleicht einer von den besten in der Welt, als Spieler und auch mit Elfmeter. So. Mhm. Aber klar, das war ein bisschen Glück, aber war ein gutes Gefühl. Du hast mal der Berliner Zeitung gesagt, dass du am liebsten bei Hertha spielen wollen würdest, bis du 40 bist. Also haben wir noch 4 Jahre Freude an dir? Ja, also ich habe immer lange gesagt, ich möchte bis 40 spielen. Und klar, in Hertha wäre es super. Ich fühle mich sehr wohl hier und auch wenn ich momentan jetzt spiele, das macht auch Spaß. Und ich genieße jedes Spiel, ich genieße die Zeit und hoffentlich kann ich lange bleiben. So. Da sind wir wieder. Ja. Super. Rina, das hat Spaß gemacht. Ja, mich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Willst du noch irgendwen grüßen? Du kannst dann auch irgendwen reingrüßen hier, wenn du magst. So, Dankeschön und liebe Fans. Ha ho he. Wir vermissen euch. Ha ho he. Tschüssi. Ciao.